Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über unser Projekt namens MyPulse. Mein Name ist Maximilian, das ist der Konstantin und das ist der Jovin und wir wollen euch unser Projekt vorstellen. Erstmal unsere Fragestellung oder auch unsere Idee. Wir wollten ein Pulsmesser kreieren oder entwickeln, der ein paar Kriterien erfüllt. Zum einen sollte er in ein Kleidungsstück eingenäht sein oder auch irgendwie halt einfach eingebaut. Er sollte die Daten, die man beim Puls, wenn man den Puls misst, die aktuellen Daten sollte er grafisch auf einer Webseite darstellen. Das sollte nämlich so funktionieren, in erster Linie dachten wir, dass es über ein Arduino an den Webserver geleitet werden, die Daten. Und wir wollten auch noch eventuell eine Datenbank anlegen, die dann die Daten abspeichert, sodass man dann auch noch alte Daten hervorrufen kann und somit kontrollieren kann, wie der Puls so in der letzten Zeit war. Ein Grund war eigentlich, dass man den Puls möglichst einfach messen kann und auch seine eigene Gesundheit so ein bisschen unter Kontrolle hat, um zu sehen, ob man vielleicht mehr Sport machen sollte, weil der Puls schnell mal zu hoch ist, wenn man sich nur ein bisschen bewegt. Die Funktion, die wir uns überlegt waren, war im ersten Sinne ein analoger Pulsmesser, den wir in einem Sportarmband einbauen. Wir wollten das alles mit Hilfe eines Arduinos, in dem Fall dem sogenannten Lilypad. Das ist der kleine dort neben dem schwarzen Stoff auf dem Bild im mittleren. Auslesen dann mit Hilfe vom Bluetooth an einem Raspberry Pi senden. Und über einen Raspberry Pi wollten wir das dann alles auf eine Website hochladen, wo die Daten dann grafisch dargestellt werden. Da sieht man jetzt auch mal einen Screenshot von klein. Wir sind leider nicht dazu gekommen, die Website jetzt noch hochzustellen, daher erstmal nur ein Screenshot. Die Website haben wir mit HTML, CSS und JavaScript programmiert. Dort wird dann mit Hilfe von JavaScript die Daten visuell dargestellt. So, wir haben leider nicht das Ziel erreicht, wo wir wollten. Also der Pulssensor sendet die Daten an Arduino, aber leider haben wir es nicht geschafft, die Daten zum Raspberry Pi zu schicken. Wir können es per Kabel machen und es lädt sogar in die Datenbank, einfach noch nicht in die Website. Also wir haben Verstückelung, aber noch das mittlere Teil fehlt, aber wahrscheinlich machen wir den noch fertig. Ist leider schade, dass wir es nicht geschafft haben. Und ja, das sind noch kurz Bilder vor dem Ganzen. Und das war's eigentlich schon und danke fürs Zuhören.